So Leute, heute ist es soweit. Heute steht der große Umzug bevor. Heute kommt der LKW, heute kommen einige Helfer, heute werden wir hier alles rausreißen. Ne? Also wir machen eine ganz fixe Tour, was ich bis jetzt vorbereitet habe. Einmal eine Ecke voll mit Zeug, das kann gleich alles auf die Hebebühne geschoben werden und reingepackt werden. Hier ist schon das Ganze leer. Hier haben wir die Werkzeugwand, die wird natürlich in der neuen Werkstatt auch wieder montiert. Hier hat sich noch nicht so viel getan, das sind ja alles große sperrige Dinge. Ich habe einen Kollegen, der hat so einen geilen Lader, der kann dann einmal alles flupp hochheben und rausfahren. Der wird ein bisschen sketchy, aber mit dem Lader sollte auch das gehen, weil der kann 1,2 Tonnen heben. Das hier kommt auch alles raus. In der Metallwerkstatt war ich ja wirklich die letzten Wochen und Monate schon nicht mehr. Jetzt steht hier auch schon eine Gitterbox voll mit Kram. Es kann auch alles rauskommen. Das Herzstück in der neuen Halle wird das Lager sein. Das soll richtig gut organisiert werden, ähnlich wie hier, halt mit ein bisschen mehr Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. So, jetzt seht ihr auch hier mal einen Eingang, den haben wir früher nie benutzt. Jetzt aus der alten Werkstatt, Vater, was sagst du dazu? Cool! Cool. Julia, was sagst du dazu? Das ist wirklich praktisch, ne? Wenn alles über LKW waagerecht oder senkrecht ist. Ja, aber es ist diese Halsschlag, das schmeckt kein Leuten. Ja, vor allem Auto ist halt auch nochmal ein bisschen schmäler. Hallo, die Metallwerkstatt hat nicht so viel Scheißdreck angesammelt.